Poi Ich bin Hamed, ich bin 18 Jahre alt und ich gehe zur Riesbeck Gesamtschule hier in Marburg. Ich komme aus Afghanistan. Maidan Wardak heißt meine Heimatstadt. Und weil da Kriege und so gab es, deswegen also, habe ich entschieden, dass ich also weggehen soll. Ich musste eigentlich einfach laufen, irgendwo anderes, aber wir waren so eine Gruppe, ich kannte niemanden. Wir hatten keinen Bus, keinen Zug, wir hatten nichts und wir mussten laufen. Das war ganz, ganz schwierig. Manchmal hatten wir gar nichts zum Essen und Trinken. Ich war in Iran zuerst und dann nach Türkei. Deswegen, ich war in Bulgarien. Die Polizei haben uns im Gefängnis gebracht und ich war 3 Monate dort. Das war richtig, richtig schlecht. Ja, und danach, die haben gesagt, ja, du bist frei. Und zum ersten ich war in Serbien, dann nach Slowenien und dann Österreich und zum Ende hier in Deutschland. Als ich hier angekommen war, natürlich konnte ich überhaupt kein Deutsch. Und das war so richtig schwierig. Wir haben die ganze Zeit geredet und ich konnte niemanden verstehen. Ich bin hier in der Riesbeck Gesamtschule schon gekommen und ich war bei dem Deutschkurs. Immer also habe ich einfach versucht, richtig so wie möglich ist, Deutsch zu lernen. Und Gott sei Dank, ja, ich kann jetzt ein bisschen Deutsch. Ja, ich bin so, sage ich mal so, richtig damit zufrieden, dass ich hier bin. Damit ich also Möglichkeiten habe, Deutsch zu lernen. Das ist halt so bei vielen Leuten, dass sie hier angekommen sind, die hatten keine Möglichkeit, Deutsch zu lernen. Oder die hatten aber nicht so wie wir. Wir hatten Möglichkeiten hier also zur Schule gehen und richtig gut lernen, Nachhilfe, das, das und jenes immer dabei. Und es hat uns geholfen. Wenn ich rappe, ich versuche immer irgendwie über also unser Heimatland, unsere Probleme, die wir schon in Afghanistan Beispiel hatten, und so rippen. Also das macht mich, sag ich mal, so richtig ruhig, wenn ich über die Sache einfach rappen kann und alles, was du also im Herz hast, über schlechte Sachen, das du erlebt hast, einfach aufschreiben und dann rappen. Beispiel, was ich mache, wie ich bin, wie mein Charakter ist und so weiter. Ich kann alles aufschreiben und rappen und das macht mich richtig stark und ich fühle mich so richtig wohl. Ja, und singen ist bisschen, nicht bisschen, sondern ganz anderes, weil ich, wenn ich das sage, dass ich 1000 Lieder einfach singen kann, fast 950 sind traurige Lieder. Also jedes Land hat, sag ich mal so, eigene Stimme, ja? Bei uns ist meine Stimme, wenn ich auf meine Sprache singe, dann hört man so ein bisschen das Traurige an. Also traurige Lieder passen mir besser. Wir haben viele Freiheiten hier in der Schule und jeder muss auch Spaß dabei haben, ja? Wenn jemand zur Schule geht, muss er auch Spaß dabei haben und bei uns, das war genauso.